Oh, da sind mal viele, ne? Uiuiuiuiui. Zerstören sie das westliche Dorf. 2 von 6. Aha. Ach so, das ist wahrscheinlich. Drei von sechs. 4 von 6. 5 von 6. Durch die Zerstörung des Qin-Dorfs hatten die Mongolen dessen Garnison an weiteren Angriffen gehindert. Was ist das hier? Einfluss, obige Gebäude, Einfluss, obige Gebäude. Gebäude haben Einflussbereich, produzieren doppelt so schnell und haben so. Achso, okay. Ach, ich hab doch meine 2 Spielhaar noch. Da! Mal gucken, ob die KI schlau genug ist. Dum. Ankhar.
Hey, reißen die mal weg? Blöde Speer. Ach so, was? Dorfbewohner brauchen Stein, okay. Habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass Dorfbewohner auch Stein brauchen, aber hey. So, guck mal da. Es gibt Kuchen! Hier schleichen, weißt du? Einfach mal hier anschleichen. Jetzt, hier wird nicht. Was auch immer du gerade da schreist, ich gebe dir vollkommen recht. So, dann kaufen wir uns dafür jetzt Essen ordentlich. Da, irgendjemand rennt da oben rum, das finde ich jetzt gar nicht so schön. Sitting Bull! Oder sowas in der Art. Ich glaube, wir sollten uns nochmal ein neues Gear kaufen. Bauen. Nicht kaufen, Mann. Und das sollten wir vielleicht einmal einpacken. Was machen die denn jetzt? Achso, die bringen das direkt ins... ja, ja, gut. Sehr hungrig, Joe.
Achso, der schießt da ganz drauf. Okay. Sonnentrog! Sonnentrog! So, wie viel Armee da? Wir haben, was haben wir? 79 Leute, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt sind wir nur noch 76, komisch. Wir haben das eine Dorf jetzt zerstört, okay. Da haben wir auch nochmal eine Goldader. Oh, ich hab doch das Gyndorf zerstört, oder nicht? Ah, doch, habe ich jetzt. Jetzt zählt's als zerstört. Sehr schön. Aber wie komme ich denn jetzt zu diesem Dorf? Wahrscheinlich hier drüber. So, unsere Armee ist, glaube ich, ein wenig gewachsen, aber nur ein wenig. Da sind wir nämlich schon 101. Oh, ich glaube, ich muss das wieder in zwei Folgen teilen. Ich muss das doch schon wieder in zwei Folgen teilen, das geht doch nicht. Ich meine, ist nur optional hier mit den drei Dörfern, aber... Ach, guck mal hier.
Aber wäre ja schön, wenn man die drei Dörfer da optional dann auch haben, ne? Das hier zum Handeln, ja, ne? Handelsposten. Jo, ist ein Handelsposten. Da können wir ja nochmal so... Wann denn nochmal die Handel-Dinger? 2, 3. Ja, ich bin Genghis Khan mit nur 100 Mann. Ja, Genghis Khan hat abgespeckt an, an Helfern. Ich muss das in 2 Folgen machen. Ich bin ja gerade mal optionalen, an den optionalen Quests oder Zielen dran. Kochen für Mut! Hä? Wo geht ihr denn hin? Ey, sag mal, Leute! So, jetzt haben wir zwar nur noch 94, aber das kriegen wir auch hin. Oh, ich glaube, wir werden angegriffen. Wir wurden angegriffen, wollte ich sagen. Oder werden wir noch angegriffen? Ne, wir werden noch angegriffen. Das ist aber doof. Ach, die sind ja alle gar nicht mitgekommen, sehe ich gerade. Wo haben die hier noch was stehen? Wo haben die hier noch ein Gebäude stehen? Ach, hier. Damit haben wir dann das nördliche Dorf auch noch ja, zerstört. Und jetzt haben wir nun das Hauptgebäude, was wir uns jetzt holen werden. Heide, heide! Hatter! Die laufen komische Formationen. Wir sammeln unsere Armee hier. So einfach ist das. Achso. Verrückt. Genau so schaut's aus. Ist ja total verrückt.
Ort ist erschöpft. Oh. Aber was sieht man das denn, dass es erschöpft ist? Achso, hier kann ich nichts, ne? Ja. Ja. 143, komm, mit 143 Mann, das schaffen wir. Ich muss es teilen in zwei. Ich muss es teilen, es ist vorbei. Was? Bestimmt das Vordorf oder sowas. Holt sie euch! Aber lass uns vielleicht erstmal hier diese Nebengebäudchen erst holen. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, so machte wohl Genghis Khan. Was soll man sagen? Macht. Zerstören Sie. Yangqing fiel an die Mongolen, sodass nun nichts mehr zwischen Genghis Khan und der großen Mauer stand. Was? Durchbrechen Sie die große Mauer jetzt? Es war an der Zeit, den Qin auf dem großen Bergpass bei Chuyong gegenüberzutreten. Ich dachte, wir hätten das jetzt fertig. Die Schmiede, ja, Schmiede. Damit Genghis Khans Angriff wie geplant verlaufen konnte, musste er seinen Stützpunkt näher an die große Mauer verlegen. Ach so. Zum Glück waren die Mongolen spezialisiert auf die Errichtung beweglicher Lager, sodass sie ihre Besitztümer schnell zusammenpacken und an einen neuen Ort umziehen konnten. Ach, jetzt kann ich das hier nicht mitnehmen, oder was? Ja, ist ja natürlich doof.
Ja gut, darauf müssen wir jetzt gerade verzichten, aber das ist dann halt mal so. Langte mal, kann man jetzt rammende Belagerungstürme bauen. Aha. Okay. Auf jeden Fall kann uns jetzt, wie ich ja verstanden habe, keiner mehr in den Rücken fallen. Achso, gedrückt halt. Ja, damit. Damit können wir was anfangen. Ja, Belagerungstechnik. Alles gut. Na gut, der eine Turm jetzt hier, wa? Kaserne! Die Kaserne bauen wir natürlich gerne hier auf. Das müsste auch ne, das ist der Schießstand. Den Schießstand, den bauen wir hier auf. Wer bist du denn? Du bist eine Weide. Weide können wir hier machen. Du bist die nächste Kaserne. Kommt auch hier hin. Du bist was zum Sammeln. Du bist ein Stall. Finde ich übrigens sehr schön, dass man die Sachen so. Das ist auch was zum Sammeln. Dorfzentrum. Dorfzentrum. Entpacken wir natürlich hier. Schmiede entpacken wir natürlich hier. Ja, Holz haben wir eigentlich. Nein, mal. Auch in dieser Richtung. Hä? Wo ist denn mein anderes? Hey? Ach, da ist die andere Weide. Gerade sagen, ich hatte Weiden. Ja, auspacken. Pack dich aus, Mann. Ja, so. So. Die drei können ja hier weiter Handel gehen. Ne? Handel, Handel, Handel. So, das ist unsere fette Armee, die wir haben. Rambok Belagerungsturm. Was brauchen wir denn dafür? Belagerungsturm, ein bisschen Holz und so weiter. Das ist auch schön. Ein bisschen Holz, ne? So, pass mal auf, wir müssen mal ein bisschen hier aufräumen, ne? Ah, das sind die Mangolei, ne? Ja. Oh.
Das da. Achso, das sind meine treuen Weggefährten. So. Heide, heide. Wo ist Gold? Wo ist mein Gold? So, achso, nee, Gold kann ich. Kann ich Gold sammeln gehen? Kann ich Gold? Ich kann Gold sammeln, echt? Weil dann hätte ich ja Gier nochmal in Gier. Ja, hier. Gier war zum Sammeln, ne? So. Was kann die Schmiede denn? Ein Rennofen. Was ist denn ein Rennofen? Erhöht den Nahkampfschaden aller Einheiten mit... Mhm. Was ist das? Was für eine Lederrüstung? Oh, oh, wir werden werden wir schon angegriffen? Oh, nee, wir werden da unten angegriffen. Oh, warte mal. Kommen die kleinen feigen Schweinchen echt von da unten? Das ist ja, also... Das gibt's ja nicht. Da müssen wir da unten noch echt was bauen, ne? Pass mal auf hier. Oh. Mist. Auf, dann müssen wir da echt, das geht ja mal gar nicht, also Dorfzentrum. Bevölkerungskapazität erreicht. Warum? Kann das? Verstehe ich nicht. Frechheit. Naja. Hier können die jetzt aber uns eigentlich nicht mehr überfallen, wollte ich gerade sagen. Wobei, ich bin mir da gerade jetzt nicht so sicher. Wir gehen rein. Also, wir gehen Richtung Mauer. Ach so, ich kann keine Belagerungstüren mehr bauen. Das ist natürlich doof. Ach so, wird produziert. Wir produzieren gerade Pfeile. Gut, Belagerungstürme können wir erst machen, wenn, ja, wenn wir Kapazitäten dafür frei haben. Aber diese Einheiten kriegen wir schon.
Da bin ich fest entschlossen. Lass mal Ping hier schauen, warum. Der Hure gesagt? Ich hoffe nicht. Ich muss jetzt leider warten, bis wir hier beladen. So nicht der. Mein Captain hier. Wo machen wir denn hier nichts? Hä? Ach, muss man da bis 8 Leute haben, oder was? Hä? Nee, die Sperrkämpfer, Quatsch. Das sind ja gar nicht die Sperrkämpfer, oder? Oder? Doch, sind die erobernden Sperrkämpfer, die sowas bauen dann. Was auch immer er sagte, es klingt vernünftig, glaube ich. Was? Corona? Bitte nicht! Wie lade ich denn alles? Einquartieren, ja schön, aber wie quartiere ich hier denn jetzt wieder alle aus? Achso, da.
Oh oh. Ja, damit fällt, glaube ich, ein wenig. Die Krieger stürmten die große Mauer. Die stattliche Befestigung, einst für unüberwindbar gehalten, beugte sich schließlich dem Willen des Genghis Khan. Tja, auch einem Genghis Khan wird nicht von einer chinesischen Mauer aufgehalten hier. Das geht alles ratzfatz. Achso, vielleicht sollte ich mal alle auslagern wieder, oder? Damit fällt die letzte Festung. Die große Festung auf dem Tyong-Pass brannte nieder und eröffnete den Mongolen eine sichere Route ins Herz des Qin-Gebietes. Während Rauchsäulen über den Bergpass aufstiegen, marschierte Genghis Khan in neue Lande ein und seinem ultimativen Ziel entgegen, der wohlhabenden Qin-Hauptstadt Zhongdu. Die will er ja einnehmen, ne? Boah, 1:17 haben wir damit jetzt verbracht. War gut, ich habe einmal geloost, ja. Naja. Auf jeden Fall.